Hallo und herzlich willkommen beim Mühlenstein am Niederrhein in meinem kleinen Laden in Uedem oder mit anderen Worten, Kuckuck, da bin ich wieder. Letzte Woche hatten wir das Unboxing von diesem Zug. Ja, letzte Woche Unboxing, heute auf unserer Showbühne. Das ist der magische Zug von Mulking, die 12010, 2000, was habe ich gesagt, 86 Teile für 129,95. Ja, Vorderseite. Rückseite nichts Besonderes. Hier vorne noch das Beispielbild von dem Bahnhof. King's Cross soll es wohl darstellen, würden so manche Leute sagen. Naja, hier haben wir unseren Zug in voller Pracht. Ein Waggon ist dabei. Wir haben einen Fogger, nennt sich das Ding, der macht Dampf. Der hier nicht mehr, den habe ich gekillt. Ein Motor ist hier drin. Dann hier ein Ausschalter und hier haben wir auch noch was Besonderes. Komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Der Fogger, der funktioniert. Ich habe ein Video, ich habe Beweise. Das geht. Also ne, ich habe den selber geschrottet. Wie ich den geschrottet habe, das sage ich dann auch noch. War einfach blöd. Ist so. Ja. Wir haben keine Batterien. Wir haben Akkubox. Ja, um gleich mal das erste Positive, weil ich habe hier gut und schlecht. Aufpassen, gut, nicht gut. Ja. Gehen wir gleich mal nach und nach durch. So. Ja, positiv zu erwähnen auf jeden Fall, wir haben hier einen Akkublock, wird aufgeladen über USB-Anschluss. Wir haben für die Fernbedienung einen USB-Anschluss, der wird also auch aufgeladen, keine Batterien drin. Und wir haben hier hinten drin in dem Tender, dieses kleine Kästchen wird auch über USB aufgeladen. Und was haben wir da? Also zeigt mir den Mann, der da nicht wieder zum Kind wird. Ist einfach so. Ja, ist ein bisschen blöd, dass es nicht über die Fernsteuerung mitgesteuert wird. Man muss es einschalten, legt es hier rein und dann fährt man mit dem Zug. Ja, wenn man es nicht mehr hören kann, dann muss man den Zug wieder anhalten, man muss ihn wieder rausnehmen. Ausmachen. Das ist ein bisschen der Nachteil dabei, aber wie gesagt, über USB-Kabel aufzuladen, keine Batterien. Sehr nachhaltig in dem Sinne. Ja, wie gesagt, hier ein Ausschalter. Wir haben Beleuchtung hier vorne. Zeige ich alles nochmal blendig ein. Wir haben Beleuchtung hier vorne. Ja, fahren tut er auch. Ja, ich kann jetzt natürlich nicht so viel Gas geben hier, aber er läuft auch reibungslos. Man hat ja bei manchen schon mal so den Nachteil bei manchen Zügen, dass das Gestänge hier vorne ein bisschen hakelig ist und dann fährt er nicht. Das ist das Problem dabei. Ja, dann kommen wir zu den, fangen wir mal mit den Achtung an. Achtung, direkt auf der ersten Seite, da geht's los. Und zwar, ich halte jetzt nochmal eben Finger drauf, ich blende das auch nochmal ein. Hier diese Pins, das ist so diese halben Pins, halb Kreuzachse und halb Pin, da steht dabei Technik Pin without Friction. Das heißt, manchmal da hat man diese Pinne, habe ich jetzt einen hier? Nein, habe ich nicht. Da hat man die und dann sind die so leicht angeraut. Das heißt, man kann die als Achse für Räder nicht mehr hernehmen. Dann blockieren die. Das habe ich bei einem Auto, habe ich nach hinten gebracht. Da habe ich das auch, dann rollt er nicht mehr richtig. Ja, dann werden die blockiert. Und deswegen steht hier extra bei Without Friction, damit die Räder flüssig durchrollen. Ja, eine Seite direkt weiter geht es hier. Ich zeige das auch nochmal. Ich zeige das einmal hier. Ich blende das auch nochmal ein. Da geht das dann hier weiter. Da sieht man, da kommt oben ein Zahnrad. Wird oben aufgelegt und dann mit einer 2x4 Plate abgedeckt. So eine Lochplate 2x4 wird die abgedeckt. Da muss man schon aufpassen, dass man die Achsen von dem vorderen Rad und von dem hinteren Rad, also diese zwei Achsen, dass die dann schon parallel stehen. Ja, wenn die so ein bisschen versetzt sind, dann passt nachher das ganze Gestänge nicht mehr. Aufpassen, ganz dringend. Mache ich auch Foto, blende ich ein. So, was haben wir dann hier hinten noch? Aufpasse. Ne. Mein Gott. Ich schimpfe immer mit meiner Lebensverschönerin, dass ihr beim Videodreh hustet. Jetzt tue ich jetzt selber.
wollte ich nur mal erwähnt haben. Ich bin also selber auch nicht besser. Ja, also nochmal Uwe Basse. Also U-F-F, B-A-S-S-E, Uwe Basse. Ja. Bei der Hochzeit von diesem Gestänge zu dem Kolbenantrieb da, ich weiß es nicht, zu dem, ich weiß nicht, wie es heißt, Fachmänner fragen. Das ist ein bisschen tricky. Ja, also das muss man quasi mit zwei Händen festhalten, dranklemmen, mit beiden Händen dranklemmen, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ist kein Hexenwerk, das funktioniert. Dann habe ich hier hinten noch einmal Uf-Basse. Ja. Uf-Basse, so schrottet man den Fogger nicht. Und zwar, man hat hier eine Pipette. Da, ich mache mal voll Wasser, dann kommt hier die Verlängerung drauf. Und dann muss man hier vorne, da ist so ein kleiner Nupsi drauf, hier so ein kleiner Stud, der ist da drauf, den muss man abnehmen und hier vorne reinfüllen. Ich Honk habe natürlich erstmal den ganzen Schornstein geflutet. Macht man ja nicht. Ist ja ein Auspuff, kein Eingang. Naja, das war's, wie ich den Fogger geschrottet habe, aber er funktioniert. Ich blende euch das Beweisvideo ein. Bestehe ich drauf. Also, ja. Gut, das waren jetzt erstmal die Uf-Basse. Dann fangen wir jetzt mal an mit den Sachen, die vielleicht nicht so gut waren. Also aufbauen, Steinequalität, Moltking, Steinequalität, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Qualität ist super. Klemmkraft, hervorragend. Da brauchen wir uns auch nicht weiter drüber unterhalten. Bautechnik, an manchen Stellen etwas schwierig, muss ich dazu sagen. Wenn man vor allem hier bei dem Waggon sieht, man sieht, das ist nicht alles gerade eine Linie, da ist viel mit Baurichtungsumkehr. Aber da mache ich, da zeige ich auch noch, mache ich auch noch Fotos und dann zeige ich das alles im Video. Und ja, so kommen wir zu dem ersten Edge. Ne? Wir haben hier, ne, da kommt erstmal, gleich zeige ich nochmal, ist positiv, da ist es angedeutet, aber hier wird nicht mehr angezeigt, wie die Kabel verlaufen. Das heißt, man weiß nicht, wie man die Kabel verpacken muss. Deswegen hat er hier auch so einen kleinen Buckel. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ne? Hier hat er so einen kleinen Buckel. Mache ich auch. Bing einblenden. Ne? Man zeigt in der Anleitung, Mulking zeigt in der Anleitung nicht mehr, wie die Kabel verlaufen. Das heißt, man blättert ein paar Seiten vor und dann guckt man, aha, so muss das dann nachher und dann kann man die Kabel entweder selber legen oder wenn man jetzt einfach mal anfängt zuzubauen, dann kann es sein, dass man das ganze Ding nochmal demontieren muss und die Kabel anders legen, so wie ich es dann gemacht habe. Ja, gehen wir weiter. Da haben wir dann. Wieso habe ich jetzt zweimal Uf-Basse? Ja, das ist dann hier. So einmal auf der Seite, einmal auf der Seite. Und auch wieder hier. Da steht nirgendwo angegeben, wie die Kabel verlegt werden. Und dann hat man hier nachher diesen kleinen Freiraum. Diesen kleinen Freiraum. Den hat man dann, um die Kabel zu verdecken. Jetzt muss ich dazu sagen, die haben jetzt nicht hier den Motor, dann so ein kleines Stückchen Kabel da dran. Nein, die machen das dann extra nochmal lang, das Kabel, dass man nur noch 10 Mal um den Finger wickeln muss und dann zusammenknoten und dann da rein. Ich nehme das jetzt nicht mal auseinander, das fliegt mir in 1000 Teile, da sitzt so ein Druck drauf. Schlimmer wie LKW-Reifen. Also das ist. Puh. So, dann haben wir hier auch nicht so schön. Anstatt roten Aufkleber hier hätte ich auch den nehmen können. Stickerbogen für 129 Euro finde ich das eigentlich schade. Vor allem, weil das echt nicht viele sind. Das sind nicht viel, aber wenig. Nicht viel, aber wenig. Ja. Herzlich willkommen. Schönen Abend wünsche ich. Ne? Einzige Sticker, die ich rausgenommen habe, das war hier die Beschriftung für die Akkubox und die Kabel, damit man nachher hinterher weiß. Nachher hinterher weiß, boah, die Zeit, das, wo man die Kabel anklemmt. Würde ich auch jedem empfehlen. Ja, weil A, B, C, D steht auf der Akkubox drauf. Dann steht ganz vorne am Anfang, kann ich euch auch nochmal zeigen, steht dann drauf, welches Kabel wohin kommt. Aber so Magic Castle und sowas, ich finde es schade, dass das nochmal als Aufkleber mitgegeben wird.
Und jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich sie noch nicht drauf mache. Gut, da einfach nochmal die erste Seite, da steht dann drauf, wo welcher Sticker hin muss und wo die Kabel angeschlossen werden müssen, damit das alles so funktioniert. Gut, das waren jetzt die Obachts und die nicht so gut. Jetzt kommen wir zu den positiven Sachen. Das sind durchaus auch einige. Muss ein bisschen suchen. Da. Positiv, was ich gerade negativ erwähnt habe, hier sieht man das noch, wo die Kabel verlaufen. Da ist die Kabelwirtschaft noch aktiv, sage ich jetzt mal. Genauso wie hier auf der anderen Seite auch. Da steht dann genau, wie man das Kabel legen muss. Da steht dann drauf, wo die Kabel hingehören, wie man sie einbauen muss. Ja, nur nachher sitzt man dann da, man hat alles richtig gemacht. Dann sitzt man da, hat einen Haufen Kabel über und weiß nicht, wohin damit. Und das finde ich schade. Da müssen sie sich eine andere Lösung einfallen lassen. Ganz ehrlich. Ja. Dann, ich habe jetzt einfach mal hier so positiv in die Mitte reingehauen. Das ist jetzt der Tender. Love me Tender. Ne? Also, der Tender ist toll zu bauen. Ganz ehrlich. Vor allem auch hier die Radabdeckungen. Alles einzelne Teile. Ich mache da ein paar Fotos, dann blende ich das alles mal ein. Mache ich aber zum Schluss vom Video, weil wenn ich jetzt wieder alles so oben, da links und da rechts, dann guckt ihr nach oben und verpasst mich. Nein, das lenkt dann doch ein bisschen ab. Und könnt ihr nachher dann im Anschluss vom Video, könnt ihr dann ganz in Ruhe schauen, was da positiv, negativ ist. Sortiere ich euch auch vor. Alles gut. Ne? Nochmal positiv, das war diese Soundbox. Kann man einfach so entweder ein- oder ausschalten. Ist natürlich dann der Vorteil, ja, dass ich habe einen anderen Zug und den lässt man fahren. Da hat man Gedöse und Gebimmel da direkt die ganze Zeit dabei. Also ich habe meinem Sohn mal zu Weihnachten eine Trommel geschenkt. Das war angenehmer. Ja, auf Dauer angenehmer. Ja, ne? Hier schaltet man ein, schaltet man aus. Wenn leer, klemmt man an und dann ist wieder voll und dann kann man wieder Tuff-Tuff machen. Nein, das ist also Tuff-Tuff machen, Klaus. Klaus, du redest hier mit erwachsenen Leuten. Nein, dann fährt die Bahn auch wieder. Und man hat Spaß daran. Ja, so. Nochmal das gleiche wie beim Tender, der Waggon. Ne, positiv, sehr robuste Bauweise. Ja, also ich habe mir gerade hier, also da das Dach, das fällt auch nicht ab, auch wenn es nur auf ein paar Noppen drauf sitzt. Das sitzt sogar so stramm drauf, dass ich es jetzt nicht abnehmen möchte, weil ich es vermeiden will, dass ich hier nachher 1000 Einzelteile habe. Nein, das ist also, man muss ein bisschen packen. Das meine ich damit. So. Ne? Das ist dann halt, das Dach kann man so abnehmen. Und dann hat man hier das Innenleben von dem Zug. Ist halt quasi modular von dem Waggon das Innenleben. Ne? Ein modulares Gebäude. Ja? Biegt sich ein kleines bisschen durch und deswegen sitzt das Dach auch so stramm drauf. Ja, was ich hier faszinierend finde, das sind die Türen, die kann man so richtig schön aufmachen, das sind so Schwingtüren, Schwing, ja, dann kriegt man die wieder so rein. Das ist also wirklich, kennt man ja noch von der DB, von den Silberlingen, die gingen oben so. Ja. Ach so, ja gut, die Abteile mit Noppen, dass man Figuren aufnoppen kann, Sitze mit Klapplehne, also die kann man auch wirklich zurückklappen. Abenteuerliches Bauen, aber schön. Schönes Bauen. Läuft auch rund. So, dann klemmen wir den jetzt einfach mal wieder so da rein. So. Und das Dach ist wieder drauf und es hält auch wieder. Also ganz, ganz einfach und simpel gestrickt. Ja, ein paar Blicke in die Bauanleitung. Nichts Besonderes. Die Teile sind übrigens wieder in Teile Kästchen.
dass man sie vorher sortiert, also vorher raussuchen, welche man braucht. Und ja, es sind keine Bauschritte ausgeblichen oder extrem verstärkt. Und das macht dann natürlich solche Aktionen hier etwas schwieriger, wenn man dann die Türen einsetzen will. Man muss schon ein paar Mal öfter hingucken, wo denn was hinkommt. Vor allem diese 1x1 hier, diese 1x1 Plates, diese kleinen, wenn die in Rot auf irgendeinem roten Bereich ist, dann muss man schon 10 Mal hingucken, gegebenenfalls, um zu sehen, wo die denn platziert werden müssen. Ja, Dach hatte ich gerade schon mal in der Hand. Hier ist ein kleiner Blick auf die Konstruktion. Wird in 3 Teilen gebaut, die werden dann zusammengesetzt. Und schöne Sache, ja. Ja, das wäre das Letzte, habe ich schon erwähnt, auch sehr positiv. Fernbedienung, der Zug, alles über USB-Kabel zu laden. Ja. Wie gesagt, Aufkleber finde ich ein bisschen schade, aber ansonsten, ja, was ich auch noch sagen wollte, was ich auch ein bisschen schade finde, ist, ich mache den mal eben aus, dass man hier, es gibt die Fernbedienung von Moltke, da drückt man auf Plus und dann kann man die Geschwindigkeiten einstellen und hier, das ist einfach nur nach vorne drücken und dann springt der wieder los. Das heißt, man fährt und der bleibt stehen, man fährt, der bleibt stehen. Man kann ihn also nicht einschalten, dass er dauerhaft fährt. Also man muss wirklich die ganze Zeit hier drauf drücken. Und das finde ich ein bisschen schade. Muss ich mal gucken, ob ich da nicht eine andere Fernbedienung für bekomme, die dann auch kompatibel ist. Aber ansonsten ein wirklich schönes Set. Ja, ach so, darf ich ja auch nicht vergessen, ein Schienenkreis ist auch dabei. Jetzt muss ich mal gucken, wie viele gerade. 1, 2, 3, 4. 4 Grade, das heißt 8 Grade insgesamt. Das sind dann eine gerade Strecke von, wo ich den gerade mal hier habe, dann kann ich auch gleich ausmessen, wie lang das Ding ist. So, das sind 4, ja, rund 50, also einen halben Meter Länge ist das dann. Ne? Das ist dann 1, 2, 3, 4. Also das Stück hier ist dann ein gerade Stück dabei. Plus Kurven, geht auch noch mal, zieht auch noch mal ein bisschen nach außen. Also die Strecke ist mit im Preis inbegriffen. Ansonsten gibt es von Stein gemachtes, auch Weichen, Zubehör oder Kurvenschienen, auch bei mir erhältlich, für gar nicht mal so viel Geld. Ja, das wäre das. Ach so, Gesamtlänge wollte ich noch eben ausmessen. Wäre dann von Buffer über Kupplung 78 cm in der Länge. Höchste Stelle dürfte hier der Waggon sein. Das sind ja 11 cm höchste Stelle und Breite können wir auch noch eben. Ist dann ja, so 7 cm in der Breite. Ja, das ist er. Wer ihn mal gerne live sehen möchte, der darf das dann ab Samstag, werde ich wohl mein Schaufenster neu machen, darf da dann, da fährt er dann live bei mir im Schaufenster rum und da könnt ihr euch dann angucken, wie der aussieht, auch mal betrachten, auch mal in die Hand nehmen und gucken oder selber fahren. Bei mir gibt es Spielzeug noch zum Anfassen, zum Ausprobieren. Deswegen freue ich mich auch auf euren Besuch, wenn ihr mal vorbeischauen wollt. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne liken, teilen, kommentieren. Wenn euch was nicht gefallen hat, dann ebenfalls liken, teilen, kommentieren. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn es heißt, willkommen bei Mühlenstein am Niederrhein oder aber Kuckuck, da bin ich wieder. Bis dahin, bleibt gesund.